So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Wer sich in der Spieleszene schon ein bisschen auskennt, der wird Spiele von Orient Games in diesem klassischen kleinen handlichen Schachtelformat schon kennen. Alle anderen sind spätestens mit der Nominierung von Scout zum Spiel des Jahres 2022 darauf aufmerksam geworden. Und es sind dann natürlich im Jahr 2022 auch ein paar neue Orient Games rausgekommen. Quickity Pickity, Order Overload Café und Town 66. Ich habe mir alle angeguckt und in diesem Video stelle ich euch alle drei einmal vor. Fangen wir an mit Quickity Pickity. Dauert ungefähr 20 Minuten, für 2 bis 5 Personen ab 6 Jahren empfohlen. Ein Spiel, wo wir hier gleich Plättchen aufdecken, dann Sets hier quasi in unserem Spielbereich sammeln, der durch diese kleinen Stäbchen hier abgedeckt ist. Und am Rundenbeginn wird einfach eine von diesen Marktkarten aufgedeckt. Was die macht, erzähle ich euch gleich. Jetzt haben wir diese Marktkarte hier. Irgendwer würde losrufen, dann haben wir halt nur eine Hand, die wir benutzen dürfen. Wir decken dann immer ein Plättchen zur Zeit auf. Können jetzt hier sagen, okay, nur das Plättchen. Und das machen wir alle gleichzeitig wild durcheinander. Ich könnte jetzt also sagen, okay, das möchte ich gerne nehmen und hier hinlegen, oder ich könnte es da liegen lassen. Nehmen wir mal an, ich würde es direkt nehmen und wir würden halt währenddessen weiter aufdecken. Das heißt, vielleicht hätte der Kung Fu Panda hier schon irgendwie Früchte aufgedeckt. Na, ein Affe. Sobald drei Affen aufgedeckt sind, ist die Runde vorbei. Also ruft man jetzt sofort, erster Affe. Ich könnte jetzt sehen, okay, Kung Fu Panda hat das nicht genommen. Ich nehme das Plättchen vielleicht mal, lege das hier hin. Da ist wichtig, wenn ich was hier hingelegt habe, dann bleibt das da liegen. Ich darf es nicht wieder zurücklegen, auch wenn ich feststelle, ich habe einen Fehler gemacht. Und wenn ich feststelle, andere Sets werden irgendwie besser, darf ich das Ganze auch nicht umlegen. Hier habe ich jetzt eben die gleiche Farbe, andere Frucht, also kann ich das einfach so ordnen. Wichtig ist auch noch, die müssen alle gleich lächeln oder vielleicht auch traurig sein. Wenn ich jetzt das nehmen würde, hinlegen würde, wäre das halt schon mal ein Fehler. Zwar stimmt die Farbe, aber der ist nicht happy, sondern traurig. Das würde also sofort zu Minuspunkten führen. Also würde mir jetzt hier weiter aufdecken und man kann auch einfach die anderen alle aufdecken lassen und der Kung Fu Panda könnte jetzt auch sagen, oh, guck mal hier, das nehme ich mir und das nehme ich mir, leg das dahin. Und währenddessen decken wir hier munter weiter auf und man könnte halt überlegen, was man gerne nehmen möchte. Und auch da wird jetzt der Kung Fu Panda sagen, oh komm, ich nehme mal die Geschichte hier, bin damit eigentlich ganz happy. Und dann decken wir hier irgendwie weiter auf und ich könnte sagen, komm, ich nehme vielleicht auch mal die beiden hier. Das ist jetzt zwar eine unterschiedliche Farbe, aber die gleiche Frucht und die gucken halt beide relativ traurig. Und dann würden wir hier irgendwie weiter munter aufdecken. Wenn sich der Kung Fu Panda die jetzt nehmen würde, wäre doof. Er könnte aber durchaus ein neues Set anfangen und wir würden dann hier weiter aufdecken. Ich kann auch das Ding hier nehmen, das hier unten hinlegen. Wir würden einfach munter weiter aufdecken. Den hier könnte ich irgendwie auch noch nehmen. Und Dave könnte sagen, ah, guck mal, na, den will er lieber nicht. Kung Fu Panda ist das hier. Na, Dave ist irgendwie gerade im Urlaub. Und wir würden einfach dann munter weiter aufdecken. Und man kann auch einfach ein alles aufdecken lassen. Jetzt die zweite Affe. Und jetzt ist schon ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht irgendwie das ganze Ding gleich zu Ende ist. Ich könnte es auch schon mal gucken. Kann ich aus dem, was hier liegt, irgendwie noch ein Set anfangen? Ich könnte den und den nehmen. Vielleicht nimmt irgendwie der Kung Fu Panda währenddessen schon den hier. Und legt dann irgendwie noch den dazu und ich check das gar nicht so schnell und dann deckt er irgendwie noch weiter auf, weil er gerne irgendwie noch mehr hätte und wir würden hier halt munter um die Wette weiter aufdecken. Na, dann wird irgendwie noch dann den hier hinlegen und den hier auch noch. Hier braucht er irgendwie auch noch einen, das ist so ein Happy, das ist irgendwie so eine Happy, was soll das sein, hier Erdbeere und man, normalerweise nur eine Hand. Ich simuliere jetzt hier natürlich zwei Spieler, das heißt, wir decken hier munter weiter auf und hoffen, dass wir irgendwas bekommen und irgendwann würde dann eben einfach der dritte Affe kommen und dann ist sofort zu Ende, man darf nichts mehr hinter seinen Sichtschirm legen. Jetzt würden wir halt abrechnen, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, sind die Sets richtig, das Set hier ist richtig, das Set hier ist richtig, das Set ist richtig. Das Set hier ist auf jeden Fall nicht richtig, weil die gucken halt happy und die gucken traurig. Das heißt, das gibt sofort minus 10 Geldpunkte und würde mal gucken, ein Set aus 1, 2, 3 korrekten Früchten würde 2 Punkte geben. Hier wäre nur einer drin, das wäre minus 3 Punkte, also hat er minus 11 Punkte gerade. Und ich gucke jetzt auch, ich habe ein Set aus 1, 2, 3 Früchten, das wären 2 Geld. Ich habe ein Set aus 1, 2, 3 Früchten, wären 4 Geld. Damit hätte ich halt mit 4 zu minus 11 am meisten. Wenn mehr Spielern spielen würden, würden halt alle sich miteinander vergleichen. Und wenn ich jetzt eben gewonnen hätte, würde ich halt diese Marktkarte hier bekommen. Wir würden hier wieder alle Plättchen nehmen, müssten die jetzt halt wieder einmal alle verdecken und dann natürlich auch wieder gut mischen, dass man sich auch nicht merkt, wo die Affen sind. Wenn da natürlich irgendwie alle mithelfen, dann geht das natürlich auch deutlich schneller und dann würden wir einfach die nächste Runde spielen
wo wir halt dann wieder eine neue Marktkarte aufdecken und jetzt auch ein bisschen andere Voraussetzungen haben. Das heißt, wir würden jetzt zum Beispiel die hier aufdecken. Das heißt, man bekommt halt erstmal Minus, Minus, Minuspunkte, dann wenig Pluspunkte und dann immer mehr Pluspunkte. Es gibt auch immer eine bestimmte Fruchtart, egal ob happy oder traurig. Wenn ich die in einem Set habe, dann bekomme ich nochmal ein extra Geld dafür. Das habe ich gerade nicht berücksichtigt, aber hier einfach alles wieder reinmischen, dann irgendwie einmal gut durchmischen. Und dann würde man einfach die nächste Runde spielen und das geht so lange, bis einer halt drei von diesen Marktkarten hat und derjenige hat dann sofort gewonnen. Dann Town 66, dauert ungefähr eine Viertelstunde, für 1-4 Personen ab 9 Jahren empfohlen. Normalerweise kommen diese ganzen Teile in so einen Beutel, es gibt so eine Bank, wo man die dann rauszieht aus dem Beutel und da reinstellt, damit die anderen nicht sehen, was man hat. Ich finde das immer ganz faszinierend, was Oink Games in so eine kleine Schachtel mal alles reinbekommt. Ich persönlich mag dieses Spiel allerdings in der Solo-Version am meisten, deswegen werde ich euch die jetzt einmal zeigen. Und die sieht einfach so aus, dass ich hier drei Stapel habe, also kein Beutel benutze. Ich darf mir dann eines dieser drei obersten Teile aussuchen. Die Stapel sind absolut zufällig, alle drei gleich hoch. Und das ist jetzt quasi der Beginn meiner Stadt und es ist so eine Art umgedrehtes Quirkel. Das heißt, ich habe jetzt hier mein erstes Plättchen liegen. Jetzt darf ich halt orthogonal angrenzend legen. Das hier ist oben links. Das heißt, es geht in diese Richtung weiter und es darf halt maximal 6 Felder lang sein und 6 Felder hoch. Jetzt kann ich halt eines von diesen Plättchen hier nebenlegen. Wichtig ist immer, gleiche Form und gleiche Farbe dürfen weder in der gleichen Reihe oder Spalte sein. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel dieses Plättchen nehmen und es hier hinlegen. Jetzt dürfte ich aber nicht dieses Plättchen nehmen und es hier hinlegen, weil die Farbe gleich wäre. Es wird hier zweimal blau liegen. Das geht also nicht. Ich könnte aber dieses Plättchen nehmen und es hier hinlegen. Mein Ziel ist es, so viele Plättchen wie möglich hier hinzulegen. Ich will halt 6x6 Plättchen haben. Es gibt eine Anleitung hinten, eine Tabelle, die mir sagt, wie gut ich bin. Aber eigentlich ist das einzige Ziel, das man realistischerweise hat, 6x6, also wirklich 36 Plättchen zu füllen. Und jetzt kann ich halt wieder überlegen, welches von diesen Teilen ich gerne nehmen möchte. Ich könnte jetzt einfach das nehmen und hier hinlegen. Das dürfte ich jetzt nicht hier oder hier hinlegen, aber ich dürfte es sehr wohl hier hinlegen. Und wenn ich jetzt nicht so viel plane, sondern einfach Teile hinlege, werdet ihr sehr schnell sehen, wie leicht man da in Sackgassen kommen kann. Das Teil hier dürfte ich jetzt weder hier noch hier hinlegen. Ich dürfte es nicht hier hinlegen, weil hier wäre die Form jeweils gleich, hier wäre die Farbe jeweils gleich. Das heißt, ich könnte es zum Beispiel hier hinlegen. Wer viel Azur gespielt hat, ich glaube, nach ein paar Runden wird man merken, das hat auch viel von Azur, welches Teil ich wo noch hinlegen kann. Und dann banne ich mich ins Auskatapultiere. Das ist also durchaus auch für Azur-Fans vielleicht ganz spannend. Und das Plättchen könnte man zum Beispiel hier hinlegen. Das Teil würde nicht hier hingehen, das würde nicht dahin gehen, aber hier würde es auf jeden Fall hinkommen und das könnte ich hier noch so hinlegen und jetzt darf ich das schon nicht mehr hier hin, also in die Spalte legen, in die Spalte nicht, in die Reihe nicht und in die Reihe nicht. Hier kann ich es jetzt auch nicht hinlegen, weil dann wäre natürlich die Farbe irgendwie immer da, also das kann ich gerade nirgendwo so wirklich hinlegen, also lasse ich es da liegen, aber das Blaue könnte ich zum Beispiel hier hinlegen, ich könnte es hier hinlegen, ich kann es eigentlich nur hier oder hier hinlegen, da muss man jetzt natürlich überlegen, was macht da am meisten Sinn, ich plane das jetzt nicht groß durch, den hier könnte ich hier hinlegen, ich darf zweimal im Spiel ein Plättchen umdrehen. Dann zählt nur noch die Farbe, aber nicht mehr die Form. Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Wenn ich feststelle, ich habe irgendeinen Fehler gemacht, habe ich einfach verloren. Da muss ich nochmal von vorne anfangen. Das heißt, auch hier kann ich jetzt wieder gucken. Das Dreieck geht halt hier nicht hin, wobei ich da schon sehr gerne gelb hätte. Das würde hier hingehen. Ich glaube, so die Hälfte der Plättchen bekommt man immer ganz gut voll, aber dann ist halt irgendwann auch Ende und man sollte auf jeden Fall auch sich ein paar mehr Gedanken darüber machen, als ich das gerade tue. Aber das wird vielleicht noch ganz gut hier hingehen und rot könnte ich vielleicht noch hier, da nicht, aber hier hinspielen. Hier rot, das funktioniert schon nicht. Ich hoffe, es ist grün, ich bin leider absolut rot-grün blind. Würde hier eigentlich hingehen, aber da muss ich erst noch was anderes dahinlegen. Das heißt, ich könnte sagen, das kann ich hier hinlegen, weil die Farbe gibt es hier noch nirgendwo, die Form gibt es da auch. Das würde also schon mal nicht funktionieren, hier würde es nicht hingehen. Ich könnte es hier hinlegen, das wäre valide. Ich bin jetzt 5 tief und 5 breit, also muss ich da gucken, was ich aus meinen Möglichkeiten noch machen kann. Die Geschichte würde auf jeden Fall hier wieder gehen und das kriege ich doch auch noch irgendwo unter. Hier von der Form her nicht. Hier ist die Farbe nicht drin, also könnte ich es irgendwie hier hinlegen. Und jetzt sehe ich schon mal, jetzt fehlt mir hier auf jeden Fall so ein grünes. Und da kann man jetzt eigentlich schon ausrechnen, ob man die Form, die einem fehlt, da überhaupt noch hinlegen kann. Das wäre ja so ein dreigezackter. Den habe ich hier tatsächlich noch frei.
Das heißt, sobald so ein dreigezackter Grüner kommt, weiß ich, den muss ich da hinlegen. Aber ich muss natürlich gucken, wo lasse ich jetzt die anderen. Und leider bin ich jetzt auch schon 6 tief. Das heißt, den kann ich nicht hier hinlegen. Den müsste ich theoretisch hier hin. Das geht nicht. Den will ich schon mal nicht mehr unterbekommen. Wobei, ich kann noch einen weiter nach da. Ah, das geht, weil ich bin ja erst 5 tief. Das heißt, ne, den könnte ich jetzt einfach munter da hinlegen. Dann könnte ich den hoffentlich hier hinlegen. Wahrscheinlich sind da schon irgendwelche Fehler drin, die euch jetzt auf jeden Fall auffallen. Und dann kann ich halt gucken, ne, der würde eigentlich hier noch ganz gut reinpassen, aber hier darf er nicht, weil hier so ein Zweizacker bei ist. Und hier geht's auch nicht hin. Hier würde der potenziell noch hingehen, aber ich hätte ihn, glaube ich, lieber irgendwie hier hin. Na, da geht er auch nicht. Er würde, wenn, nur hier unten hingehen. Und da müsste ich ihn eigentlich auch hinlegen, damit das überhaupt noch aufgeht. Ich werde jetzt wahrscheinlich keinen Highscore machen, aber gucken wir mal, was noch so funktioniert. Und jetzt wäre, glaube ich, auch schon Ende, weil der kann vom Dreieck her nicht hier hin, der könnte hier hin und in der Reihe ist aber auch schon ein Dreieck, das heißt, da funktioniert auch nicht. Hier wäre die Farbe schon drin, hier wäre die Farbe, hier ist die Farbe, hier ist die Farbe und in der Reihe ist ein Dreieck auf jeden Fall schon drin, in der Reihe ist ein Dreieck, in der Reihe hier ist auch schon ein Dreieck, hier ist noch kein Dreieck, aber hier sind überall die Farben, das heißt, das würde nicht funktionieren. Und so würde man das jetzt halt eben, ne, für jedes Teil einzeln durchgehen und wüsste jetzt schon, okay, man hätte verloren und würde es wahrscheinlich beim nächsten Mal noch ein bisschen besser machen. Und wenn wir das Spiel mit mehreren Personen spielen, dann bauen wir nur an einer Stadt. Das heißt, wenn ich dran bin, nehme ich einfach eines der Teile, die ich hier aus dem Sichtschirm habe und kann das dann irgendwie da hinspielen. Muss natürlich auch so ein bisschen gucken, was habe ich hier noch für Teile übrig, welche Optionen habe ich damit danach noch und kann ich dann noch weiter hier bauen. Und ich kann mich auch immer entscheiden, nach einer Runde einen Teil abzuwerfen, dafür keinen Ersatz zu ziehen. Und es kann halt sein, dass wir irgendwann beide nicht mehr können und dann gewinnt einfach derjenige, der weniger Teile hat, der sich also früher seine Optionen beraubt hat, aber wenn ich sage, okay, ich werfe jetzt einen Teil ab und nutze dann halt einen Teil weniger nach und der andere kann dann noch länger spielen und ich muss vorher aufsteigen und ich habe dann weniger als der andere, aber er kann hier einfach noch irgendwas anlegen, dann habe ich die Partie verloren. Das kann man machen und ich glaube, jetzt, wo ich ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Solospiel habe, würde das vielleicht auch kompetitiv Sinn machen, aber ich mag das einfach als so ein kleines, nettes Solo-Puzzle, dass man sicher auch hart durchdenken und hart durchgrübeln kann und wenn man ein paar Partien davon hintereinander spielt, dann kommt man irgendwann auf den Level, wo man merkt, okay, jetzt so und so und so und hat dann schon so einen gewissen Ehrgeiz, wirklich mal auf die 36 zu kommen. Ich stelle mir das sehr, sehr schwer vor. Ich glaube, mein Bestes waren bisher 20, 21 oder so und ich glaube, wenn man irgendwann wirklich mal die 36 ein, zwei Mal geschafft hat, dann ist der Reiz auch weg, dann hat man es quasi gelöst, aber bis dahin kann man da auf jeden Fall ein paar schöne Partien rausholen. Na, und auch hier passt wieder alles schön in die Schacht und wie gesagt, ich hätte auch noch ein Teil umdrehen können, dann würde mich halt die Form nicht mehr stören, sondern nur noch die Farbe, das vergisst man in den ersten Partien immer, aber damit kommt man auf jeden Fall nochmal zwei, drei Teile weiter. Dann Order Overload Café, ein Spiel ab 6 Jahren, 2 bis 6 Personen und es soll so ungefähr 20 Minuten dauern, bei uns hat es meistens ein bisschen länger gedauert, das war aber nie schlimm, weil es durchaus sehr viel Spaß gemacht hat. Und zwar gucken wir, in Level 1, das sind 3 Spieler, bekommen wir 3 Karten, in Level 2 würden wir 6 Karten bekommen, 9 Karten, 12 Karten, 15 Karten und so weiter. Das ist jetzt die Bestellung, die wir hier in diesem Café annehmen. Das heißt, ne, einer der Gäste möchte gerne eine Erdbeermilch haben. Das würden wir auch laut vorlesen. Einer möchte gerne einen Bananenshake haben und dann noch einen Bananenmuffin. Und das können wir jetzt einfach so vorlesen. Oder wir denken uns da eine kleine Geschichte zu aus. Ne, das heißt, so Erdbeer, Bananenshake, Bananenmuffin, Erdbeermilch. Merkt man sich vielleicht, die Karten würden jetzt gut gemischt werden und dann würden wir jetzt halt die Karten an die anderen Spieler austeilen und auch an uns selbst, ne, so lange gleichmäßig rum, bis alle verteilt sind. Dann, wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich jetzt halt meine Karte sehen. Das ist gewissermaßen so eine Eselsbrücke. Und jetzt muss ich halt einen der Karten nennen, die die anderen Personen auf der Hand haben. Das heißt Erdbeermilch, ah ja, das war so fruchtig angehaucht, ein Bananenshake. Und dann würde jetzt halt der Spieler, der den Bananenshake hat, den hinlegen und sagen, ha, alles super, dann wäre ich ja ganz happy. Dann wäre jetzt hier Mr. Kartoffel dran, würde sagen, Erdbeermilch, würde ich sagen, ah, Gott sei Dank, alles gut. Und dann wäre jetzt der Kung Fu Panda dran, würde sehen, Erdbeermilch, Bananenshake, ah, da war doch irgendwie auch ein Bananenkuchen bei. Ah, das ist jetzt natürlich leider falsch, ne? Dann würde quasi er hier seinen Marker umdrehen, wäre für die Runde raus, wenn er aber noch Karten hätte, dann würde er die noch weiter haben und auch nur hinlegen, wenn er sie richtig hätte und dann wäre ich jetzt dran und ich würde sagen, ah, ich glaube, das war auf jeden Fall noch ein Bananenmuffin und dann würde er hier
die Karte hinlegen. Alle Spieler hätten jetzt ihre Karten richtig gespielt, wir hätten die Runde gewonnen. Tatsächlich reicht es, das ist hier auch immer angegeben, wenn quasi alle bis auf einen ihre Karten los haben. Also wenn einer auch Karten über hat und denkt, oh Gott, ich weiß gar nichts mehr, ist das gar nicht so schlimm, weil dann ist die Runde trotzdem gewonnen und wir würden quasi hier unsere Marker wieder resetten. Wir würden dann eben auch die Karten einsammeln, würden das hier umdrehen, würden jetzt halt Level 2 spielen. Die Karten könnte man wieder reinmischen. Jetzt wäre vielleicht Mr. Kartoffel dran. Na, jetzt sind wir 2 mal 3 Spieler, hätten wir schon 6 Karten. Das heißt, hier würden wir dann wirklich 21 Karten mit 21 Bestellungen bekommen. Das ist dann vielleicht eine große Gruppe, die da gerade bei uns vorbeischaut. Und der könnte sich jetzt auch angucken, könnte die vielleicht auch ein bisschen thematisch sortieren, falls das Sinn macht. Irgendwie nach Essen und Trinken und nach Eis und nach Schokolade. Und dann würde jetzt auch vielleicht einfach vorlesen, würde sagen, Eiskaffee Latte, Eiskaffee, Eistee mit Milch, Mille Crêpe, Vanilleshake und Schokoladenkuchen. Und dann hoffen, dass wir uns das gemerkt haben. Er könnte das auch nochmal vorlesen, wenn einer das möchte. Oder er sortiert die Sachen halt und sagt halt, okay, ich denke mir da jetzt vielleicht so eine kleine Geschichte aus, ne? Irgendwie so ein kaffeesüchtiges Ehepaar kommt jetzt hier bei uns rein und also er ist der totale Schoko-Fan. Er möchte auf jeden Fall so einen wirklich leckeren, köstlichen Schokoladenkuchen und zu Schokolade. Da trinkt er auch schon seit Ewigkeiten. Ne? Er heißt doch irgendwie Valentin und deswegen trinkt er natürlich einen Vanille-Shake auf jeden Fall. Und ne, Schokoladenkuchen teilt er sich mit seiner Freundin ganz gerne. Aber sie mag auch gerne so ein Mille Crêpe auf jeden Fall, möchte den gerne haben. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das ist. Dann könnte ich da vielleicht eine bessere Geschichte zu erzählen. Und würde man sagen, ja, die beiden, ne, mit ihrem Vanilleshake und so, der Valentin, das sind auch die totalen Kaffee-Junkies, aber es muss immer eiskalt bei denen sein. Also wirklich nur der kälteste Kaffee. Ne? Er möchte gerne einen Eiskaffee, den liebt er absolut. Und sie ist halt eher so ein bisschen hipstermäßig. Es muss auf jeden Fall ein Kaffee-Latte sein, aber natürlich auch ein Eiskaffee-Latte. Und beide teilen sich zum Abschluss immer noch. Das ist ganz süß. So einen leckeren Eistee mit Milch. Ist zwar ein bisschen eklig, aber ne, das teilen sie sich. Und dann könnte ich die Geschichte jetzt auch nochmal erzählen, wenn die jemand nochmal hören möchte. Und ja, dann würden auch hier wieder die Karten eingesammelt werden. Wir würden die Karten wieder gut durchmischen. Jetzt würde halt jeder 2 Karten bekommen. Und ne, dann sagen wir, ich würde jetzt wieder anfangen. Sehe ich halt Eiskaffee Latte, Vanilleshake. Und würde mir wahrscheinlich sofort einfallen, Eistee mit Milch. Und dann wird jetzt irgendjemand, der hat das halt aufdeckt, dann wird es da so lange umgehen, bis halt hoffentlich alle bis auf einen ihre Karten los haben. Und sagt, das ist jetzt noch harmlos, wenn man da wirklich dann irgendwann 21 Karten bekommt. Da, oder auch wenn man das mit 6 Leuten spielt und dann irgendwie 42 Karten hat. Das wirkt erstmal unmöglich. Ich habe das auch noch nicht mit 6 Leuten gespielt. Ich habe nur von einem Lehrer gehört, der das schon in so einer großen Runde gespielt hat, wo das die Kinder ohne Probleme aber sie haben es auf jeden Fall hinbekommen. Und wir haben das auch schon zu dritt und zu viert gespielt und sind da auch bis Runde 7 gekommen. Und es gibt Leute, die ich kenne, die sagen, nee, keine Geschichte erzählen, es verwirrt mich nur. Aber wenn man dann wirklich hier so viele Karten hat und dann hat Vanilleshake, Eiskaffee, Mille Crêpe, Schokoladenkuchen, Eiskaffee, Eiskaffee mit Milch, Limonade, noch ein Eiskaffee, Eistee mit Milch, Eiskaffee Latte, Mandelkaramell Latte, Kaffee, Eistee Zitrone, Eiskaffee, lauwarmer Kaffee, Kaffee Latte, Karamell Macchiato, Eistee Zitrone, Eiskaffee Latte. Wer dann sagt, okay, weiß ich, können loslegen, tiefsten Respekt, der hat vielleicht wirklich mal als Kellner gearbeitet oder als Kellnerin oder irgendwie in der Branche, ich könnte das nicht. Ne, es gibt ja das Spiel Eselsbrücke, das sehr ähnlich funktioniert, nur nicht mit dem Thema Kaffee, sondern mit allen möglichen Begriffen. Und da erzählt man auch immer Geschichten dazu, die sich die anderen merken. Und wenn sie dann halt das entsprechende Plättchen sehen, dann wissen sie, das war aus der und der Geschichte. Und das hilft mir persönlich auch bei dem Spiel weiter, dass man sich halt versucht, irgendwelche Geschichten auszudenken, die sich die anderen dann irgendwie merken. Und das finde ich eigentlich ganz charmant. Ich mag Eselsbrücke schon sehr gerne und Order Overload Café mag ich auch. Da steht eine Anleitung drin, dass man es auch mit anderen Editionen des Spiels mischen kann. Ich weiß, wie man einfach noch mehr Order Overload Cafés nimmt und die dann durchmischt, um so noch mehr Personen zu spielen oder ob es vielleicht sogar irgendwie noch andere Versionen davon auf Japanisch oder so schon gibt, die dann vielleicht nicht in so einem Café spielen, sondern im Restaurant oder so und man dann da die Geschichten mischen kann, das würde ich persönlich auch noch reizvoll finden. Und dann gibt es eben auch noch so Fähigkeitenkarten, die man bekommt, ne? Bei 2 Spielern bekommt man 2, ansonsten bekommt jeder eine, die kann ich halt einmal im Spiel nutzen, ne? Du darfst eine deiner Karten wegwerfen, aber nie die letzte oder ein anderer Spieler muss den Anfangsbuchstaben jeder seiner Bestellungen sagen. Ist irgendwie nett, dass die Karten drin sind, die hätte es jetzt für mich aber nicht zwingend gebraucht. Ich mag das Spiel, ich kann jeden verstehen, der sagt, oh mein Gott, mit Merken, das ist nichts für mich. Aber wenn man sich mal drauf einlässt, bisher
egal in welcher Runde ich das gespielt habe und wie sehr die erstmal freudig waren, das zu spielen, es hat eigentlich immer Spaß gemacht und war immer eine interessante Erfahrung. Es war nicht immer so, dass Leute dann, so wie ich, gesagt haben, hey, nochmal, und ich könnte das sofort am nächsten Tag nochmal spielen, sondern manche haben das auch gespielt, hatten Spaß damit, haben gesagt, okay, das reicht jetzt, aber dafür sind die Videos ja da, damit ihr einschätzen könnt, ob die Spiele was für euch sind oder nicht. Und das war dann einmal der Überblick über die deutschen 2022er Oink Games. Und das ist ja immer ganz spannend, was da so bei ist, ob das was für einen sein könnte oder nicht. Wie gesagt, Town 66, für mich in erster Linie ein Solo-Puzzlespiel, sowas zum Relaxen und dann gucken, dass ich es irgendwann mal hinbekomme. Quickity-Pickity, ich habe das schon mit Mitspielern gespielt, wo ich dachte, okay, ich kann sofort aufhören, ich sehe keine Sonne, warum hat er da schon 1000 Marker liegen, wenn ich das 5er liegen habe? Und das war auf jeden Fall auch sehr spannend, also ich habe das Spiel auch gerne gespielt. Da muss man halt schon wirklich solche Hektik-Spiele mögen, und Order Overload Café, da muss man halt solche Geschichtenerzählspiele mögen, die mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, Eselsbrücke ist vom Prinzip her das gleiche Spiel, ein bisschen freier vom Thema her, das mag ich eigentlich persönlich mehr, aber hier ist natürlich das Reizvolle daran, dass wir halt immer dieses Kaffee-Thema haben, immer diese Getränke und diese Speisen, die man dann da hat, sich da auch immer wieder neue Geschichten ausdenken muss und das dann wirklich halt, ne, bis Runde 7 zu schaffen, wo wir dann irgendwie 14, 21, 28, 35 Karten uns merken müssen und dass das dann eben auch wirklich funktioniert. Ich habe natürlich auch immer mehr Eselsbrücken selbst auf der Hand. Also ich mag das Spiel einfach sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn da noch andere Editionen von rauskommen. Ihr könnt jetzt, glaube ich, ganz gut entscheiden, welches dieser Spiele etwas für euch sein könnte oder nicht, und ich bin auch schon sehr gespannt, welche Oink Games jetzt im Jahr 2023 rauskommen. Die werde ich euch natürlich auch wieder vorstellen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von mir. Bis bald und tschüss.